Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu WSOP. Hier ist Tobi und ich melde mich von Tag 3 und neben mir steht der Alex Debus, Schildi 84 bei Poker Strategy. Und der Alex befindet sich unter den Top 5 im Chip Count und zudem befindet er sich am Feature Table. Alex, erzähl uns ganz kurz, wie ist das so am Feature Table zu spielen? Hast du dein Spiel dort angepasst? Bist du besonders nervös oder wie läuft es bei dir? Nee, also es ist ja mittlerweile nicht mehr mein erster TV-Table und von daher ist es eigentlich relativ, bin ich es mittlerweile gewohnt und ich denke, dass es eigentlich ein Vorteil für mich ist, weil die anderen Spieler doch deutlich unerfahrener sind und damit wahrscheinlich mehr Probleme haben. Hast du das an irgendwas Besonderem festmachen können, dass die anderen Spieler nervös sind? Wie fällt dir das auf? Jein, also ich denke mal, sie sind deutlich tighter halt als normalerweise, weil eben durch die Kameras und sie wollen keine Fehler machen und sind ein bisschen unruhiger und ja. Ja, dann hoffe ich mal, dass du das ausnutzen kannst. Du hast auch den Ben Lem am Tisch, der unglaublich gut runnt, diese WSOP, und auch unter den Chip, die dann sich befindet. Kannst du uns von einer Hand berichten, die du eventuell mit ihm gespielt hast? Ja, also mittlerweile hat er stark abgebaut, also fast jede Hand, die er spielt, fast verloren. Ist jetzt, glaube ich, runter auf 300.000, ist mit 550.000 gestartet. Wir hatten auch einige Hände miteinander, wobei meist kleinere Pötte, war ein größerer Pot dabei, wo ich ihn Preflop 4 bette und er dann aber am Flop aufgibt. Und ja, ansonsten gehen wir uns ein bisschen aus dem Weg, weil der Rest des Tisches jetzt mittlerweile relativ schwach ist. Das hört sich nach einer guten Idee an. Alex, nehmen wir an oder gehen wir davon aus, dass das Turnier für dich noch lange nicht zu Ende ist, sondern du es noch in Tag 4, 5, 6 und 7 schaffst. Angenommen, wir befinden uns in den letzten zwei Tables. Es geht runter auf die letzten 18 Spieler. Glaubst du, dass du in Gefahr geraten könntest, dort etwas Money-Scare zu werden, wenn es um solche Beträge dann geht? Wie glaubst du, wirst du dein Spiel dann anpassen? Ja, also erstmal natürlich noch ein extrem weiter Weg bis dahin, aber nee, also ich denke nicht, dass ich da Money-Scare bin. Es ist noch, natürlich eine Menge Geld, um die es da geht, aber ich denke, mittlerweile bin ich so lange dabei, dass ich das relativ gut ausblenden kann. Gibt es da denn nicht, wenn es so langsam Richtung Final Table geht, mal unterbewusst das Gefühl, jetzt geht es um eine Million und da bin ich schon mal ein bisschen vorsichtiger? Nicht unbedingt. Naja, also man muss dann natürlich gucken, wie es mit dem Stack aussieht und mit den Leuten, die man am Tisch hat und wie die spielen muss. Wie immer halt ein bisschen adjusten. Aber ja, an für sich nicht, ne. Der Alex nimmt jeden Plus-EV-Spot mit. Alex, sind noch einige taffe Spieler mit im Feld. Ich habe mit einigen Spielern auch gesprochen und sie sagen, dass es wirklich bedeutend tougher wird jetzt. Kannst du uns noch von einem Spieler berichten, den du nicht gerne auf deiner Linken hast mit vielen Chips? Gibt es da jemanden, vor dem du ein bisschen Respekt hast? Ja, gibt es natürlich einige Spieler, die, ja, mein, am ungernsten sind natürlich relativ lose Spieler, die ein gutes Verständnis haben für das Spiel und die eine Menge Chips haben, die dich immer wieder in schwierige Spots bringen. Ja, hatte ich ja heute auch mit dem Dan Kelly schon so mit einem, den man sich am wenigsten wünscht, aber den konnte ich dann zum Glück aus dem Weg räumen, sodass das jetzt kein Problem ist. Ja. Das sieht natürlich gut an. Woran macht sich das bemerkbar, dass jemand unangenehm ist? Ja, im Prinzip einfach dadurch, dass er es versteht, einen selbst immer wieder in schwierige Situationen zu bringen, wo man nicht genau weiß, wo man steht und wie es aussieht. Und der es gut versteht, den Stack des Gegners im Prinzip ja, halt Druck auszuüben und ja. Ja, das ist natürlich dann optimal, dass du den Spieler schon aus dem Weg geräumt hast. Ich bedanke mich, dass du dir kurz Zeit genommen hast für uns und sage Tschüss an euch nach Hause. Macht's gut, wir sehen uns morgen wieder.